die Petra. Schön, dass du wieder dabei bist. Ein paar Übungen für den Rücken, Schulter, Nacken und für die Faszien. Ganz locker schwingen. Und mach mal über Kreuz und auf die Zehenspitze. Knie Richtung Ferse. Wenn du willst, kannst du auch ganz locker hüpfen. Wir schwingen in verschiedene Winkelstellungen. Zum Knie strecken. Stehen und vorne zur Ferse und hinten. Im Wechsel nachschaue, Schulterblätter nach unten. Wechsel mal die Seite zum Knie. Strecken. Körpermitte festmachen. Streck dich, ruhig ein Bein aufstellen. Zur Ferse. Und hinten. Schulterblätter nach unten. Schulterkreise. Dann machen wir eine kleine Koordination. Ein aus dem Yoga. Aus. Und zur Seite. Alles rückwärts. Wechsel mal. Standbein leicht beuge. Versuch es einfach so gut wie es geht nachzumachen. Ja, öffne die Arme und Halbkreis male. Standbein ist leicht gebeugt. Körpermitte festmache. Hinter abstelle und auseinanderziehe. Faszien. Wechsel mal. Körpermitte festmache. Halbkreis male. Standbein leicht beugen. Über Kreuze auseinanderziehe. Wir schwingen aus Schulter und Hüfte. Acht. Ein Viererzeichen. Ja, und mal so Sonnenstrahle. Ja, du kannst auch auf und zu machen. Wechseln die Seite. Acht schwingen. Darf ruhig gewackelt werden. Viererzeichen. Knie Richtung Ferse und zur Sonnenstrahle male. Arme auf und zu. Wir drehen uns auf die Seite. Standbein leicht beuge. Schwinge Achter. Bein zurückrutsche. Geh zum Hinterbein. Kreise malen. Aus und einkreisen. Den Schritt etwas größer mache, wir gehen tief hoch, Knie Richtung Ferse, wie senkrecht an der Wand entlang, nach unten. Ja,
jetzt die Ferse ab, Hände falte und drehen. Gut für die Brustmuskulatur. Wir wechseln. Andere Seite, Achterschwinge. Bestimmt hast du auch eine Schokoladeseite. Weit zurückrutsche zum Hinterbein. Strecken, Kreise male. Körpermitte festmache. Ein. Aus. Drehen. Hier einatme. Aus. Sich strecken. Schritt etwas größer mache. Wie ein Latzug, geh mal tief an der Wand entlang nach unten. Ist gut für Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur. Ja, setz die Ferse ab und dreh dich zum vorderen Bein. In der Oberschenkelrückseite. Nochmal. Gerade Rücken. Und wechsel mal. Ja, gerade Rücken, Knie-Fußachse. Ausdrehen. Zur Mitte ein. Den wir Oberschenkelmuskulatur. Körpermitte festmache, kleine Kreise male, ein bisschen Luft zwischen die Knie lasse und wechsel mal. Spür die Dehnung, Standbein leicht beugen. Versuch mal rechte Hand und linke hinterm Rücken zusammenzubringen. Schultergelenksbeweglichkeit. Ja, wenn du einen großen Abstand hast, dann macht's nichts, das ist ganz normal. Kopf auf eine Seite neige und wir schwingen noch locker eine 8. Hinterkopf zum Himmel. Wir dehnen. Schulter, Nacken. Und wechsel mal, Hinterkopf zum Himmel, Knie leicht beugen, Dehnung spüren, Schulter-Nackenbereich. Und sich nochmal recken und strecken. Danke fürs Mitmachen. Gut gemacht. Bis zum nächsten Mal.